Was ist eigentlich Terrorismus? Also die Definition, ihr fällt schwer, weil für die einen sind es Terroristen und für die anderen sind es Freiheitskämpfer. Deswegen gibt es bisher noch keine wirklich allgemeingültige Definition des Terrorismus. Terroristische Handlungen kann man definieren. Das tun wir in Deutschland ja auch in 129a, 129b Strafgesetzbuch, wonach bestimmte Gewalttaten, die aus politischer Motivation begangen werden, als terroristische Handlungen angesehen werden. Aber wie gesagt, der Terrorismus an sich international umstritten, weil für die einen ist es gut und für die anderen ist es negativ. Bei uns sind die terroristischen Handlungen auch noch Anfang der 2000er Jahre noch eingeschränkt worden unter Rot-Grün. Damals war ursprünglich noch vorgesehen, auch gemeinschädliche Sachbeschädigung, wie also das Zerstören von Kabelschächten bei der Bahn, fällt unter terroristische Handlungen. Rot-Grün, auch mit Blick auf ihre eigene Klientel, hat gesagt, das ist nicht mehr terroristische Handlungen, sondern nur noch Tötung, schwerste Körperverletzung, aber nicht mehr das.